Willkommen in Coyoacán. Wir sind immer noch in Mexiko-Stadt. Coyoacán, ja, ich muss einfach nochmal auf die Buchstaben gucken. Das ist tatsächlich richtig. Im Hintergrund hört man ihn schön, den Leierkastenmann. Er hat keinen Affen dabei, der ist vielleicht schon tot, aber deswegen hört er nicht auf. Es quietscht in unseren Ohren. Aber wir wollten euch trotzdem kurz hier willkommen heißen. Genau, weil es echt schön im Hintergrund zu sehen, bisschen unscharf, aber macht nichts. Zeigen wir doch mal. Die zweitälteste Kirche Mexikos. Stadt oder Land? Land. Alter Vater, die zweitälteste. Ist, wir hatten es ja schon mal erwähnt, Mexiko sehr erdbebenreich. Deswegen sind da drinnen dann noch irgendwie so 7 Lücken, wo quasi... Man hat die äußere Deko abgebaut nach dem letzten Erdbeben, einfach weil eine Kirche soll immer ein sicherer Zufluchtsort sein. Und damit die nicht rausstürzen beim Erdbeben, beim nächsten, hat man die einfach alle abgebaut. Man sieht auch oben am Turm, dass die Kirche in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber das wird jetzt hier quasi unser Startpunkt für unsere Tour durch das Viertel. Wir haben natürlich vorher schon eine Tour gemacht. Buchen wir ganz gerne mit Gutenberg. Könnt ihr euch mal angucken, verlinke ich euch unten. Gibt es kostenfreie Walking-Touren auf der ganzen Welt. Und ja, er hat uns ein paar Sachen verraten. Wir haben während der Tour ein paar Sachen entdeckt und die teilen wir jetzt mit euch. Also, gehen wir los. Der Tod. Und das kippen wir da jetzt drüber. Dann kippen wir da drüber. Ich denke, wir kosten vorher mal kurz, was wie ist. Und hier haben wir so ein bisschen Onion mit Zeug und Limetten. Und dann probieren wir das einfach. Nicht scharf. Tomatensoße. Nicht scharf. Dann mach das und warm. Jetzt vielleicht nicht der Tod, aber ist schon. Wir haben gerade gelernt, wenn Mexikaner sagen, es ist scharf, dann sterben wir langsam. Ist schon. Und quasi. Schon mein Kumpel Konfuzius sagte, Chili brennt immer zweimal. Vielleicht probiert man es erstmal so. Thank you.
nicht so. Wir waren bei dem Tortas Ahogadas. Ja, gut gemacht. Ah, super. Was sind, also Tortas immer noch Brötchen mit Beilage oder mit Einlage? Mit Einlage, mit viel Füllung. Mit viel Füllung, in dem Falle wieder mal Schwein. Lecker. Ist, glaube ich, so ziemlich mein Favorite Dish in Mexiko. Das Schwein oder die Torta? Sowohl als auch. Ich mag einfach ein gutes Brötchen. Mit einem guten Fleisch, mit leckerem Fleisch, da geht mir das Herz auf. Reicht für mich schon, als ich muss ja nicht fancy sein. Aber hier, lange Rede, ja keinen Sinn. Torta Ahogadas ist, also Ahogadas heißt ertrunken. Und ihr habt gesehen, wir haben uns also die Soße drüber gekippt. Braucht man auch nicht das frischeste Brötchen dann für? Könnte man also von unserem Frühstücksbuffet aus dem Hotel nehmen. Und durch die Soße wird es einfach ein bisschen aufgeweicht. Die scharfe Soße war scharf. Aber nicht tot. Nicht, aber wir essen gerne scharf. Nicht unangenehm scharf. Ja, wer nicht scharf ist, Finger weg davon. Nur die Tomatensoße nehmen. Essen war gut, trotz dessen, dass hier relativ viel Tourismus ist. Wir sind ja irgendwann schon mal mit unserem Touribus durch. Und da war ja die Hölle los am 1. Januar. Jetzt, wenn wir weiter mit euch in die andere Richtung laufen, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen... Genau, aber erstmal gehen wir noch... Da drüben, da gibt es irgendwo ein Eis, welches wohl der Wahnsinn sein soll. Die kippen sich dann tatsächlich Chili-Pulver übers Eis. Und Chili-Soße. Kunstvoll. Ein bisschen salzig, aber lecker. Wir befinden uns in der Avocado Alley. Callejón de Aguacate oder so. Auf jeden Fall, warum Avocado Alley? Weil hier früher in jedem Hof ein Avocadobaum gestanden hat. Ist wohl mittlerweile nicht mehr so. Früher war es so. Warum ist das noch so besonders und warum haben wir hier ein schönes Bild mit einer Avocado und einer nackten Frau? Weil in der alten indigenen Geschichte die Avocado, hier zu sehen, die Form, so haben wir das vorhin nochmal nachgelesen, die Form eines Hodens hat. Und damit, hier schön zu sehen, der Embryo in dem Kern der Avocado. Es war wohl auch noch so was ähnliches wie ein Aphrodisiakum. Was haben wir noch speziell in dieser Avocado Alley? Nachts um 3 geht man hier nicht diese Straße lang, denn hier ist der Teufel nicht los, sondern der Leibhaftige ist hier. In welcher Form auch immer man möchte. Dass er da ist. In Tierform auf jeden Fall. Aber der Kojote hier zu sehen, aus den Haaren der Frau, Kojote und auf andere Seite, ist wohl das Hauptsymbol auf jeden Fall von diesem Viertel hier, Coyoacán. Ihr habt die Buchstaben bereits gesehen. Ja, Coyote Valley nenne ich es. Der Kojote ist einfach überall. Unter anderem eben auch hier, vielleicht sogar in Form des Leibhaftigen. So, hinter mir, dieses mittlerweile süße Restaurantgeschäft, war früher der Bahnhof, weil, wie wir euch ja erklärt haben, war das hier mal ein eigenständiges Dorf? Haben wir das überhaupt schon gesagt? Egal, das hier war mal ein eigenständiges Dorf und wurde dann irgendwann an Mexico City angegliedert. Und von da konnte man für wenige Pesos in die Stadt fahren. Also jetzt zum Hauptplatz. Und der Bahnhof ist aber noch aus einem anderen Grund bekannt, weil hier in dem Viertel hat mal eine ganz berühmte Künstlerin gewohnt, und zwar Frida Kahlo. Ich glaube, von der hat jeder schon mal was gehört. Wir blenden aber noch ein Bild ein, da bin ich mir sicher, ihr erkennt das sofort.
die ist auch immer von hier in die Stadt gefahren. Und irgendwann gab es mal ein schlimmes Zugunglück und sie wurde so schwer verletzt, dass sie ungefähr ein Jahr lang nur im Bett liegen konnte. Und da hat sie angefangen zu malen. Und um dann im Anschluss daran ihre Rechnung für das Krankenhaus und so zu bezahlen, hat sie ihre Bilder verkauft. Damals noch für 5 Pesos. Ich glaube, der Tourguide hat gesagt, es wären heute so 5 Euro oder sowas, was man denken würde. Und wurde, glaube ich, erst danach so richtig berühmt. Anyway, deshalb ist dieser Bahnhof so bekannt oder hat quasi auch Frida Kahlo bekannt gemacht. Piñatas gibt es in jeder Form. Werden zu Geburtstagen, Familienfesten im Allgemeinen irgendwie gerne verwendet und dann haut man ruf, geht kaputt und Süßigkeiten fallen raus. Diese Piñatas im Hintergrund sind die eigentlich richtigen für die Posadas, sind Feste, die im Dezember stattfinden, kurz vor Weihnachten bzw. auch nach Weihnachten, weiß ich nicht mehr ganz genau. Die Rennleitung hat gerade nochmal drin gesprochen, vor Weihnachten. Und richtige Piñatas haben 7 Zacken quasi, stehen für die 7 Todsünden. Und weil man sie irgendwann zerhaut, geht man kein Band mit dem Teufel ein und ist widerstandsfähig gegen die 7 Todsünden. Tja, Piñata, tolle Sache zu Weihnachten. Posadas sind im Übrigen immer irgendwie ein Fest von der ganzen Dorfgemeinschaft und da kann man auch als Tourist mit hingehen. Die bieten immer alle noch ein Essen an und ein Trinken und da kann man sich im Prinzip für low den Bauch vollschlagen. Unser letzter Tourguide in Oaxaca hatte noch gesagt, wenn man hingeht, Teller und Besteck mitbringen, weil das haben die nicht. Ansonsten muss man halt aus der hohlen Hand essen. Nein. Wenn man sich unsicher ist, was sind das für Früchte? Blatt nehmen, knicken, bisschen verreiben, schnuppern und schon weiß man, Zitrone. Das haben wir gelernt in Guatemala, glaube ich, auf der Kakaoplantage. Kakaoplantage. Da war der Alan hieß er. Alan, ein wandeltes Lexikon. Der wusste einfach alles. Von dem haben wir den Trick. Wenn man mal nicht beschädigt wäre, Blättchen nehmen, dran schnuppern und schon weißt du, was das ist. Weil die Zitrusfrüchte wohl alle ihren eigenen Geruch haben im Blatt. Wir wollten eigentlich gerade zur U-Bahn, um die 11-12 Kilometer zurück zu unserem Hotel im Stadtzentrum zu fahren. Aber dann sind wir nochmal hier rein und Alex musste quasi sich nur eintragen in einen Zettel. Und dann haben wir unseren
ganz privaten Park gefunden. Und die Musik, die ihr im Hintergrund hört, die wurde übrigens nicht liebevoll von Alex für dieses Video ausgesucht, sondern die spielen die hier einfach so ein. Wir genießen hier jetzt also kurz noch eine Runde, bevor es in die U-Bahn geht. Jeden Schritt schwieriger. Der sechste. Erste. Ticketmaster. Wir haben uns Tickets geholt. Ihr habt gesehen, La Teateria. Wir gehen allerdings nicht ins Theater, sondern in ein, wir sagen mal, fulminantes Spektakel. Kleiner Tipp noch, Achtung Spoiler, Maske tragen ist dort Pflicht.
Spektakel vorbei. Wir entschuldigen uns kurz für die schlechte Bildqualität, weil wir mussten die Kamera leider abgeben. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, stand auf dem Ticket. Ja, also so schlecht wird die Kameraqualität. Vicky hat nämlich ein neues Handy, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind wieder raus vom Wrestling, Masken sind runter. Ja, nette Veranstaltung, nicht nur für uns als Touristen, sondern auch der Mexikaner geht hier hin, war ein Riesenbohai. Ticketpreise ab 9 Euro. Ja, 180 Pesos ist das günstigste Ticket. Und dafür kannst du hier Spaß haben. 2 Stunden. Ja. Was jetzt sonst noch? Ja, ist natürlich alles einstudiert und so weiter, aber am Schluss hat sich dann Templario, der Tempelritter, doch vielleicht ein bisschen ernsthafter verletzt. Der wurde rausgetragen, lag auf der Trage und ja. Apropos raus. Wir sind mit diesen Bildern raus aus Mexico City, eine Woche. Genau. War schön. War schön. War wirklich sehr, sehr schön, war sehr abwechslungsreich. Nette Viertel, nettes Essen. Hat uns sehr gut gefallen. Sollte da machen. Wir würden wiederkommen. Ja. Auch vielleicht zum Wrestling. Ja. Nein, ist auf jeden Fall ein Spektakel. Kann man sich angucken, sollte man mitnehmen. Wir sind jetzt, glaube ich, beide nicht so, die sich irgendwie Boxen oder sowas angucken. Aber, oder andere Kampfsportarten, ich zumindest nicht. Nee. Und, aber hier wollten wir es mitgenommen haben. Wrestling gehört dazu, muss man, glaube ich, mitgenommen haben. Und wie gesagt, ab 9 Euro geht der Ticket los. Ist also für jeden erschwinglich. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Passt auf euch auf.